Morgen bin ich im Lager von der Foodbank in Albanien. Foodbank könnte man ein bisschen vergleichen mit den Tafeln bei uns in Deutschland. Und wir als Vietnamer, wir haben uns für dieses Weihnachtsfest, Weihnachten 2021, Folgendes vorgenommen. Es gibt in Albanien, rundherum, auch um die großen Städte, ob das jetzt hier Tirana ist oder Durres, gibt es ganz kleine Dörfer und die sind im Winter wirklich von allem abgeschnitten. Das heißt, die Leute kommen aus den Dörfern nicht raus, es kommt aber auch keiner rein, um sie mit Lebensmitteln zu versorgen. Deswegen haben wir uns mit der Foodbank hier in Tirana zusammengetan und packen diese Pakete. Was Sie jetzt hier sehen, ist nicht alles, was in diese Box reinkommt. Die Box ist wesentlich größer. Also wir haben hier Tomaten, wir haben Öl, Mehl, Reis. Aber da kommt, wie gesagt, noch mehr dazu an Reis und Mehl. Das ist nicht nur diese eine Packung, das würde ja für 3 Monate nicht reichen. Aber es sind auch Duschgel dabei. Es ist hier liegt Seife. Also es ist nicht nur etwas zum Essen, sondern auch Hygieneartikel sind dabei. Und die Foodbank hier in Tirana, die wird diese Pakete an diese Familien in den Dörfern verteilen, damit diese Menschen den Winter überleben. Sonst hätten die überhaupt keine Chance, den Winter zu überleben. Und ich möchte Sie, die Spender in Österreich, Deutschland und der Schweiz, bitten, helfen Sie uns, so eine Box zu finanzieren. So eine Box kostet etwa 35 Euro komplett. Also wirklich die Lebensmittel und der Transport zu den Menschen in den Dörfern. Helfen Sie mit, machen Sie Menschen hier in Albanien, die sonst wirklich fast beim Verhungern sind, ein Weihnachtsgeschenk, indem Sie solch eine Box finanzieren.